Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch heute Morgen herzlich zu diesem nun dritten Online-Gottesdienst hier aus unserer Peter-Paul-Kirche in Oldesloe. Es ist die Möglichkeit, die wir gefunden haben, damit wir in unserer Gemeinde zumindest virtuell gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich bin Pastorin Barbara Süptitz und ich danke Markus Rau an der Orgel und dem IT-Team unserer Kirchengemeinde unter dem Küster Andreas Klempau. Heute feiern wir Palmsonntag. Es beginnt die Karwoche, die stille Woche, in der wir besonders an den Leidensweg Jesu denken, der am Karfreitag dann seinen dramatischen Höhepunkt erreichen wird. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Jesus Christus ist diesen Weg für uns gegangen. Mit der Erzählung über den Einzug Jesu in Jerusalem unter dem Jubel der Menschen, die diesen Sonntag seinen Namen gab, und der Geschichte von der Salbung Jesu in Bethanien bedenken wir, was sein Leidensweg für uns ganz persönlich bedeutet.
Mit Worten aus dem Psalm 69 beten wir: Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Antlitz nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Lasst uns anrufen, den Herrn, unseren Gott, der uns Hilfe zugesagt hat in allen unseren Nöten. Herr, erbarme dich. Für unsere Erde, die Gott geschaffen hat mit allem, was darauf lebt, dass er sie als Heimstatt seiner Geschöpfe erhalte und vor Missbrauch und Zerstörung bewahre. Herr, erbarme dich. Für die zerstrittene und leidende Menschenwelt, zu deren Heil und Rettung Christus Mensch geworden ist, dass Gottes Friede den Streit überwinde und Gemeinschaft stifte unter den Völkern. Herr, erbarme dich. Für die ganze Christenheit, die Gottes Geist zum Zeugnis und Dienst berufen hat, dass sie mutiger bekenne und williger sich denen zuwende, die auf ein Zeichen der Hoffnung warten. Herr, erbarme dich. Komm, Jesus, komm in unsere Gemeinde, komm in unsere Stadt, komm in diese Welt. Unsere Augen öffne und die falschen Töne bringe zum Schweigen, dass wir dich begrüßen unter uns und dich loben im Heiligen Geist. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Wir hören das Evangelium für den Palmsonntag aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel, der Einzug Jesu in Jerusalem. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Amen. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute am Palmsonntag, dem Gedenktag an Jesu Einzug in Jerusalem, hören wir als Predigttext die Erzählung von Jesu Salbung in Bethanien. Sie macht uns deutlich, dass sich mit dem Jubel bei Jesu Kommen die unterschiedlichsten Gefühle verbinden. Das war bei den Menschen damals so und das ist auch bis heute nicht anders. Was empfinden wir an diesem Tag, wenn wir von dem Kommen Jesu in unsere Welt, wohl auch in unser Leben, in unseren Alltag hören? Ängste, Sorgen und Ungewissheiten mögen uns gerade in diesen Tagen quälen. Aber auch die christliche Hoffnung und der in uns gewachsene Glaube mögen uns tragen. Der Predigttext und das eben begonnene Lied wollen uns Zeit und Raum lassen, das zu bedenken. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Der Evangelist Markus erzählt im 14. Kapitel, lese nach der Einheitsübersetzung. Es war 2 Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Ihre Schritte sind langsam, aber bestimmt. Wie von selbst finden ihre Füße ihren Weg. Ihre Finger klammern sich um das kalte, glatte Gefäß in ihren Händen. Sie geht aufrecht, mit geradem Rücken und festen Schultern, zielstrebig und nicht unsicher und gebeugt wie sonst. Sie sieht nicht die Blicke der Menschen, die ihr nachsehen. Diesmal sieht sie sie nicht. Sie sind ihr egal. Sie hat nicht überlegen müssen, als sie ihn kommen sah, umjubelt von so vielen Menschen. Sie selbst hatte keinen Ton herausgebracht, ihm einfach nur nachgesehen. Wer da nicht alles mitschrie? Aber sie hatte ihre Zweifel, ob der da kam, das sein wollte, was sie in ihm sahen. Und sie hatte sich umgedreht und war gegangen. Und nun ist sie auf dem Weg zu ihm. Sie weiß, was sie tut. So war es schon lange nicht mehr gewesen, vielleicht sogar noch nie. Sie ist nicht sie selbst und sie ist es doch mehr denn je. Für diesen Moment hat sie alles gegeben, was sie hatte, was ihr wichtig war, und sich selbst. Dann steht sie vor diesem Haus, hört die Stimmen innen, hört die Männer geschäftig diskutieren. Sie öffnet die Tür und tritt über die Schwelle. Mit einem Mal ist es mucksmäuschenstill. Sie sitzen beisammen. Keiner sagt ein Wort. Nur viele Augenpaare, die sie ansehen, und zwischen manchen bildet sich bereits eine tiefe Falte des Missfallens. Mit ihr hat keiner gerechnet. Das wundert sie nicht. Sie selbst hätte nicht mit sich gerechnet, hier, jetzt und so. Ihr Blick findet seinen und sie geht auf ihn zu. Der Evangelist Markus berichtet weiter: Als Jesus in Bethanien im Haus des Simons, des Aussätzigen, zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an.
Sie sind empört. Was wagt sie sich, hier einfach so hereinzuplatzen? Sie hat hier doch gar nichts zu suchen. Eine Frau gehört hier nicht hin, noch dazu so eine. Und dieses teure Öl, das sie da hat, wer weiß, wie sie überhaupt daran gekommen ist. Was für eine Verschwendung! Wie viel Brote hätte man davon kaufen können für die Armen? Und überhaupt, es hat doch schon etwas sehr Anzügliches. Da kommt sie, Jesus, so nahe, näher bald als wir. Und ausgerechnet sie. Was soll das überhaupt? Sie dringt hier in unsere Gemeinschaft ein und bringt Unruhe. Sie muss sofort verschwinden. Der Evangelist Markus schreibt: Jesus aber sagte: Hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Jesus staunt. Es tut ihm gut, sehr gut. Es ist Linderung für die Angst vor dem, was vor ihm liegt. Es ist so körperlich und zugleich Balsam für die Seele. Diese Frau ist so mutig und einfühlsam. Und seine Freunde beschämen ihn mit ihrer Eifersucht und ihrer Selbstgerechtigkeit. Wo sind sonst ihre Gedanken an die Armen? Was geben sie von dem, was sie übrig haben, oder gar von dem, was ihnen ganz viel wert ist? Und darf es ihm selber denn in ihren Augen nicht auch einmal gut gehen? Diese Frau sieht ihn und seine Bedürftigkeit, und er sieht, wie sie dadurch sie selber wird. Das soll keiner mehr ihr nehmen können. Auch und gerade dann nicht, wenn er den Weg, der vor ihm liegt, gegangen sein wird. Und er sagt: Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Sie erschrecken. Sein Begräbnis? Schon wieder spricht er vom Sterben. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Was soll denn dann werden? Dann ist doch alles umsonst. Und sie ist schuld. Wäre sie doch nie hier hereingekommen, diese Unwürdige. Was weiß sie denn schon? Aber Jesus sagt: Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Zu ihrem Gedächtnis. Ja, was weiß sie denn schon? Wer ist sie schon? Seit heute ist sie sie selbst. Seit heute fühlt sie sich verstanden. Seit heute fühlt sie sich akzeptiert. Sie sieht ihn und fühlt seine Liebe. Sie glaubt, sie vertraut ihm. Und das reicht. Ihr und ihm. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die unerwünschte Frau, die in ihrer Liebe und Achtung vor Jesus das Richtige tut, die selbstgerechten Jünger, die Zeichen der Zeit nicht erkennen, die schnell zu begeisternde Menge, die sich auch rasch wieder zerstreut. Oder die, die sowieso zu den Ablehnenden gehören. Wo sehen wir uns? Auf jeden Fall sagt uns dieser Palmsonntag, dass Jesus Christus auch für uns gekommen ist. Und er fragt uns an, was wir bereit sind, für Jesus zu tun. Am Ende stirbt Jesus Christus für uns alle. Was wir auch sind oder nicht sind, was wir auch tun oder nicht tun.
Die Frau hat getan, was sie konnte. Da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnte ich noch nach meinem Willen leben? Und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. Das Beste für den Herrn geben, weil er mir sein Bestes gegeben hat. Die persönliche Begegnung mit Jesus Christus kann uns bis heute zutiefst lebensverändernd treffen. Manche erleben sie erstmalig und sehr intensiv, viele als ein langsames Hereinwachsen. Immer aber sind es Lebenserfahrungen, in denen uns die Liebe Gottes berührt und spürbar nahe kommt, so dass die Liebe zu ihm in uns erwächst. Und die richtige Antwort darauf scheint diese zu sein: voller Dank und Liebe die eigenen Fähigkeiten, die persönliche Zeit oder einen Teil des Besitzes einfach hinzugeben und mit anderen zu teilen. Und damit auch Jesus Christus zu geben. Denn Jesus sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Davon geschieht bei uns und in vielen Gemeinden unendlich vieles. Oft wie selbstverständlich. Ehrenamtliches Engagement, persönliche Gebete für andere, konkrete Zuwendungen und Hilfen. Und zahllose Spenden. Viele ermutigende Gesten der Nächstenliebe, der Opferbereitschaft und des gegenseitigen Beistandes erleben wir gerade auch in diesen schweren Tagen. Überall vielfältig und auch sehr kreativ. Das ist toll. Das alles ist keinesfalls selbstverständlich. Es sind Geschenke der Liebe. Und es sind auch bewusste oder unbewusste Gaben für Jesus Christus. Unendlich Glück, du littest uns zugute. Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben. Das Beste für den Herrn geben, weil Gottes Reich anders funktioniert. Wenn Jesus bei uns einzieht, dann kommt das Reich Gottes uns ganz nahe. Und wir können erleben, dass die Regeln des Reiches Gottes anders sind als die in unserer Welt. Hier heißt es: Nimm, was du bekommen kannst. Im Reich Gottes aber lautet die Regel: Geben ist seliger denn nehmen. In der Welt gelten Macht und Einfluss. Im Reich Gottes werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Da müssen wir werden wie die Kinder. Und wer im Reich Gottes herrschen will, muss aller Diener sein. Anderen nach Jesu Beispiel die Füße waschen und bereit sein, alles zu geben. Nur so wird er alles gewinnen. So setzt Jesus jeden ins Recht, der bereit ist, sein Bestes für den Herrn zu geben. In Notzeiten wie diesen, jetzt, wird uns das Heilvolle und Tragende von solchen Taten der Liebe und Hingabe erst wirklich deutlich. Und ehrlich, wir könnten diese Zeit nicht anders überstehen. Wir brauchen das Heil, das Jesus Christus uns gebracht hat. Denn wir haben Erlösung nötig. Erlösung durch das Kreuz. Erlösung durch die Liebe, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Erlösung, die aus Geliebten Liebende macht und uns einander mehr mit den Augen Jesu sehen lässt. Gehen wir also in diesen Palmsonntag mit der Frage an uns persönlich: Was wir heute und morgen aus Liebe und Dankbarkeit für Jesus Christus zu tun und zu geben bereit sind. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft und Unvernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Wir danken für die eingegangenen Kollekten und Spenden. Die Kollekte vom letzten Sonntag ergab für Kontra-Fachstelle gegen Frauenhandel 40 Euro und für den Pfarrbezirk 4 wurden 35 Euro eingenommen und eine Spende für das Jugendgremium in Höhe von 104,21 Euro. Gott segne Geber und Gaben. Die heutige Kollekte wird erbeten für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche und für die Union Evangelischer Kirchen. Die Nordkirche ist Mitglied im Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und hat in der Union Evangelischen Kirchen einen Gaststatus. Zwei Projekte werden mit der Kollekte heute gefördert. Innerkirchliche Aufgaben der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschland zum Ersten. Mit der von den Gliedkirchen erbetenen Kollekte wird unter anderem die kirchliche und diakonische Arbeit in Afrika, Asien, Osteuropa und Lateinamerika unterstützt. Ein besonderes Anliegen sind Projekte, mit denen Frauen nachhaltig gefördert werden. In ihrer Fähigkeit, Frieden zu stiften und zu versöhnen, haben Frauen eine hohe Verantwortung. Es ist wichtig, sie in dieser Aufgabe in einem sich radikalisierenden Umfeld zu unterstützen. So werden beispielsweise in Simbabwe, Kenia und Kamerun regelmäßige Seminare zum Thema Meditation und Friedensvermittlung gefördert. Mit ihrer Hilfe kann die VELKD schnell und unbürokratisch auf Anfragen eingehen. Bitte helfen Sie mit, diese wichtigen Maßnahmen zu unterstützen. Das zweite Projekt ist
für die Union Evangelischer Kirchen, die Unterstützung für kirchliche Baudenkmäler und die Stiftung zur Bewahrung dieser kirchlichen Baudenkmäler, Kiba-Stiftung, fördert Kirchengemeinden mit großen Kirchen in den Städten und auch relativ großen Kirchen in den Dörfern, die finanziell die Kirchengemeinden in ihrer Haltung völlig überfordern. Mit dieser Kollekte wird die Kiba-Stiftung in der Lage sein, Finanzhilfen zu geben, aus denen dann auch andere finanzielle Unterstützungen akquiriert werden können. Wohin Sie die Kollekten überweisen können und mit welchem entsprechenden Stichwort, werden Sie in der Einblendung ganz am Ende sehen können. Am nächsten Sonntag, dem Ostersonntag, soll es auch bei uns wieder über die Homepage einen Online-Gottesdienst geben, hier aus der Peter-Paul-Kirche um 10 Uhr mit Pastor Grimbo. Und ebenso am Mittwoch, dem 8. April, eine Abendandacht mit Pastor Hacke und am Karfreitag eine Andacht am 10. April mit Pastor Pomerening. Dann ist noch mitzuteilen, dass wir natürlich wie alle Kirchengemeinden der Nordkirche schweren Herzens alle unsere Angebote einstellen mussten, aber telefonisch steht das Kirchenbüro und alle Pastoren Ihnen zur Verfügung. Es gibt auch über die Sprechzeiten vormittags von 9 bis 12 und montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, persönliche Sorgen, Fragen loszuwerden über die Nummer 04531 1689 900. Ihnen werden gegebenenfalls auch Hilfen für Einkäufe oder andere Unterstützungen vermittelt. Damit spürbar wird, wir denken in diesen schwierigen Zeiten aneinander und unterstützen uns gegenseitig. Auch auf unserer Homepage www.kirche-oldesloe.de und auf der Homepage des Kirchenkreises werden verschiedene Angebote, Andachten und virtuelle Veranstaltungen angeboten, die das Glaubensleben stärken und Halt in dieser schwierigen Zeit vermitteln sollen. Alles nach dem Motto: ruhig bleiben, das Gottvertrauen nicht verlieren, mit Bedacht handeln, Hände waschen und nicht die anderen vergessen. Bleiben Sie gesund. Beten. Wir entzünden dabei jeweils eine Kerze für unsere Heimgegangenen, die wir in unserer Kirchengemeinde in dieser Woche im Vertrauen auf die Liebe und Versöhnung durch Jesus Christus, der uns allen Anteil gibt am ewigen Leben, beerdigt haben. Anneliese Helene Bölke, geborene Sadek, im Alter von 90 Jahren aus Grabau. Meinhard Bund, im Alter von 78 Jahren aus Hennstedt-Ulzburg. Günther Gerhard Seebold, im Alter von 84 Jahren, hier aus Bad Oldesloe. Wir bitten dich, Gott, nimm diese unsere Heimgegangenen in Gnaden an und tröste die Trauernden. Lehre uns alle unser Ende bedenken und stärke unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Wir entzünden auch eine Kerze für alle, die wir hier jetzt nicht nennen und für die, die in ihrer schweren Erkrankung verstorben sind. Bitte nimm sie in dein Reich auf und gib ihnen deinen ewigen Frieden. Wir rufen dich an, Herr Gott,
erbarme dich. Jesus Christus, du lässt dich salben von einer Frau, wirst wie ein König, begrüßt von Kindern, die Hosianna schreien. Du bist der Sohn Gottes, der an uns und an unserer Welt leidet. Wir bitten dich, höre unser Rufen um Gesundheit, um Gerechtigkeit und um Frieden in der Welt. Mit allen, die sich nach dir und deiner Herrschaft sehnen, rufen wir dich an. Herr Gott, erbarme dich. Komme zu denen, die unter Flucht, Krieg und Gewalt, Unterdrückung und Diktaturen leiden, die nicht frei sind zu leben und zu lieben, wie sie möchten, und zu sagen und zu glauben, was sie wollen. Und komm zu denen, die genau das verhindern, die sich über andere erheben und damit nur sich selbst im Blick haben. Komm und mach sie alle frei, miteinander und füreinander mit dir zu tun, was dem Leben dient. Wir rufen dich an, Herr Gott, erbarme dich. Komm in unsere gefährdete und verletzte Welt, die du so wunderbar gemacht hast, zur Freude für uns und die doch so sehr unter unseren Belastungen ächzt. Lass uns aufmerksamer sein in dem, was wir tun und aus diesen schweren Zeiten lernen, was wir einander weitergeben müssen und auf was wir auch verzichten können. Wir rufen dich an, Herr Gott, erbarme dich. Komm zu allen, die dich gerade besonders nötig haben, die krank sind, einsam oder voller Trauer und Selbstzweifel. Komm zu allen, die sich für andere aufopfern. Lass sie spüren, dass du da bist. Und schicke ihnen Menschen, die ihnen durch Zeichen der Nächstenliebe oder tatkräftige Unterstützung helfen und damit zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir rufen dich an, Herr Gott, erbarme dich. Danke, Jesus, danke, dass du in diese Welt kommst, damals wie heute, in jede Stadt, in jedes Dorf und auch in unsere Herzen. Da ist so viel, was nicht gut ist, an mir und den anderen. Aber da ist auch so viel, was gelingen kann, wenn du uns den Weg zeigst, wenn wir dir zujubeln um deinetwillen und nicht um des Jubelns willen. Wenn deine Liebe in uns groß wird, wenn wir das Kreuz mit dir aushalten, wie du es für uns ausgehalten hast. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Geht mit dem Segen Gottes in die Zeit, die vor euch liegt. Die Zeit ist euch gegeben zum Beten und zum Tun des Gerechten. Seid stark im Glauben und versetzt Berge. Seid stark in der Hoffnung und lasst euch nicht zermürben. Seid stark in der Liebe und wendet euch einander zu. Gott segne euch und lasse euch zum Segen werden für die, die euch begegnen. Amen. Thank you.